Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir sind endlich mal wieder in einem Dungeon, haben genug gesegelt, wir können auch mal wieder was machen. Zum Beispiel uns von Schleim unter Strom setzen zu lassen. Ich sollte vielleicht auch mal mein Inventar kurz ein bisschen anpassen. Da denke ich echt die ganze Zeit daran, dass das Spiel eine Unterscheidung macht zwischen der Aktionstaste für Werfen und der Aktionstaste für Absetzen. Und dann genau in diesem einen Moment entfällt es mir. So, auf der Seite geht es aber natürlich
offensichtlich weiter, aber hier sieht es ja auch noch aus, als könnte man da was machen, ne? Sagen, schauen wir doch erstmal hier weiter, bevor es dann auf der anderen Seite eventuell weitergeht. Eventuell irre ich mich und da hinten ist nichts, wo. So ist das. Okay, das Gemeine ist natürlich, ich kann hier jetzt gerade nichts machen, weil augenscheinlich ein bestimmter Gegenstand fehlt. Ich frage mich, welcher das sein könnte. Da kann ich auch nichts machen. Gut, so viel zu dem Thema, dann haben wir das ja auch geklärt. Das ist wie immer, wenn alle Stricke reißen, erstmal alle Gegner beseitigen. Ne?
ich diese alte Zelda-Regel vergessen habe. Naja, ihr müsst ja mein ganzes Herumgestolpere nicht vollständig ertragen. Wenn es zu viel wird, dann schneide ich ja Sachen raus. Achtung, meine lieben Zuschauer, es gibt eine Premiere. Link wird jetzt sprechen. Und das sagt nochmal ein erwähnstummer Protagonist. Ist er ja sowieso nicht, weil wenn man so bedenkt, was es alles für Auswahlmöglichkeiten bei den Antworten gibt, die sind eindeutig zu lebhaft geschrieben, als dass das irgendwelche trockenen Dialoge sein sollen. Also einfach so ein einfaches Ja oder Nein. Link hat die ganze Zeit gesprochen. Es ist nur, dass Leute nicht den Gedanken nicht ertragen, dass er halt so spricht, wie sagen wir mal im alten Cartoon von damals. Ups. Vielleicht hätte ich einfach mit dem Freund darüber springen sollen, ne? Aber ja, der Turm der Götter ist so ein großartiger Dungeon, er hat nicht nur ein Gimmick, er hat gleich zwei. Das Gute ist, wir sind jetzt, glaube ich, mit dem ganzen Wasserkram fertig. Das heißt, es wird zumindest nicht mehr so furchtbar viel gewartet, aber dafür müssen wir jetzt ein paar Statuen eskortieren. Leute lieben Eskortieraufträge, oder? Tun sie doch immer. Thank you.
Und die können ja auch sprechen. Ist denn hier niemand stumm? Klaus mir eine Fee, ich klau dir deinen Gürtel, so läuft das eben. Jetzt stehst du ohne Hosen da. Haha! Jetzt kann ich dich erledigen. Jetzt stehst du ohne Schwert da. Haha, jetzt bist du vollkommen aufgemöbelt. Heiliger Bimbam, der herrscht ja Kung Fu. Tja, und jetzt wird's langsam ein bisschen eng in meinem Inventar. Das liegt der ganzen Sachen, die ich alle ausrüsten und mitnehmen möchte. Auf der anderen Seite haben wir jetzt halt ein schönes Gegenmittel gegen diese blöden Viecher. Und
können nach 20 Versuchen dann dem Gegenüber da ein Auge ausstechen. So, da ist unser Statuenfreund. Gehen wir weiter. Außerdem, ja, ich sehe es jetzt auch auf meiner Karte, es gibt noch eine Truhe, die ich mir jetzt holen könnte, aber ey, solange da kein kleiner Schlüssel drin ist, ist es mir egal. Und es ist wahrscheinlich kein kleiner Schlüssel drin, sondern nur Rubine oder irgendwas. Bäh.
Ich weiß jetzt übrigens nicht, wem gegenüber das fiese ist. Entweder sind diese Steinstatuen verdächtig leicht oder Link ist ziemlich schwer. Wenn die ungefähr das gleiche Gewicht haben, naja. Okay, ich habe eine Fee in der Tasche, ich bin wieder völlig geheilt. Fehlen ein paar Pfeile, aber daran soll es jetzt nicht scheitern. Zeit, dem Boss in den Hintern zu treten. Oh,
Wir präsentieren Andros in einem Gastauftritt aus Star Fox. Ja, wie es so für Nintendo-Bosskämpfe gilt, immer schön auf die Augen draufhauen. Und das Viech hat mehr als genug von denen. Ich weiß ja nicht, ob ich bei diesem Schicksal wirklich so viel Mitspracherecht hatte. Außerdem ein Nasenherz. Sind wir jetzt auf der Spitze des Turms gelandet? Gibt's so alles, was wir tun können? Glocke läuten. Na komm.
Mensch, jetzt in der HD-Version wirkt das hier fast schon so, als würde Link vor einer schwammigen Kulisse stehen. Das ist ein seltsamer Effekt, muss ich sagen. Naja, ich würde aber sagen, schauen wir uns diese komische Welt unter dem Meer doch nächstes Mal in aller Ruhe an, oder? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.